Gwen war begeistert von den Talenten dieser niedlichen Tiere, doch wollte sie mehr über die besonderen Kinder erfahren. Shao erzählte ihr, dass einstmals sehr auf die Begabungen von Kindern geachtet und diese von den hohen Lehrmeistern im ganzen Land gefördert wurden. Doch seitdem der Kaiser Wen Tun und sein Berater Mer regierten, sei alles anders geworden. Für sie waren Gehorsam und Disziplin wichtig. Nur Kinder, die taten, was man ihnen sagte, waren sicher vor Mers hohen Lehrmeistern. Diejenigen jedoch, die eigene Ideen und außergewöhnliche Fähigkeiten hatten, verschwanden auf mysteriöse Weise. Besonders Kinder mit blauen Augen, denen man nachsagte, sie könnten hell sehen, wurden vom Kaiser und seinen Schergen verfolgt. Deswegen lebst du versteckt in deinem Haus, sagte Shao. Yuan begann zu verstehen. Ihre Freundin sprach weiter und berichtete von einem Ort, an dem jeder seine Talente frei ausleben könne, das Land der tausend Träume. Doch niemand wisse, wo dieses Land zu finden sei. Yuan wurde nachdenklich. Auf dem Nachhauseweg wurde ihr klar, dass sie diesen mystischen Ort finden musste. Das Land der tausend Träume.